Also wenn Busfahrer sich im Laufe des Tages begegnen und die Busse so aneinander vorbeifahren, dann kommt immer so ein Hi. Und das ist beim Joggen auch so. Ich bin eine Powerfrau, die gerne strahlt, die gerne viel lacht und die aber trotzdem sehr, sehr emotional und einfühlsam sein kann. Ich habe vor allen Dingen diesen Impuls, wenn Leute total schlecht gelaunt sind, denen mit so viel Charme entgegenzutreten, dass sie selber von ihrer schlechten Laune irgendwie angenervt sind und dass sie merken, es gibt eigentlich gerade gar keinen Grund, schlechte Laune zu haben. Und wenn die dann aber genauso schlecht gelaunt bleiben, habe ich danach auch schlechte Laune. Und ich liebe Akzente. Es ist hey doch, mit dem holländischen Akzent ist man immer gleich ein bisschen niedlich. Wenn man in Frankreich ist, dann macht es auch sehr viel Spaß, Französisch zu sprechen. Aber ich habe eine Produktion gemacht, da war ich ein dänischer Polizist. Das heißt rote Grütze mit Sahne. Ich bin leider so ein bisschen gesichtsblind. Neue Probensituation, 20 Leute treffen im Theater aufeinander und man stellt sich vor, dann denke ich so 3 Minuten später, hi, blaues T-Shirt. Schauspiel erfüllt mich. Schauspiel ist das, was mich glücklich macht und Schauspiel macht mich satt. Und mein Antrieb ist der Hunger aufs Spielen. Ohne Musik kann ich nicht. Das ist dann nicht die perfekte Stimme, sondern es ist das, dass ich merken will, dass das, was derjenige da mir erzählt, mit seinem Gesang genau das ist, was ihn bewegt. Und dass Musik sowas kann, finde ich fantastisch. Das mag total bescheuert sein, aber ich habe schon als Kind immer gedacht, dass jeder Mensch irgendwann mal in seinem Leben eine Situation erlebt, die sehr hart für ihn ist. Und da mein Vater gestorben ist, als ich 13 war und auch sehr lange krank war, ich habe irgendwie immer die Hoffnung, dass es das damit war. Ich bin Nina Janke und ich bin Schauspielerin.